Hallo liebe Freunde von CryptoTV. Ja, dann schauen wir jetzt noch, ob die Record-Taste gedrückt ist. Ja, ein paar kennen mich ja. Ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Ich bin der Roman Michael Reuter. Und heute lade ich euch alle ein auf euren Monitoren. Ja, den 1. April 2023 in Salzburg mitzuerleben. Und wie es oft so Brauch ist, am 1. April, ja, führt man ja Menschen hinters Licht. Nur in den letzten 3 Jahren hat man das ja nicht nur am 1. April gemacht. Das ist ja schon ein Tagesgeschehen in den letzten 3 Jahren durchgehend. Also, obwohl das keine freundlichen Scherze sind, was wir so erleben müssen wie am 1. April. Ihr habt es ja gesehen, wir haben den Faschismus erlebt, der unter dem Decknamenmantel Corona installiert worden ist. Ja, wir haben jetzt Mietpreiserhöhungen, Strompreiserhöhungen, der Benzin ist teurer geworden, Lebensmittel werden teurer. Ja, die Neutralität von Österreich, auf der wird auch rumgetrampelt. Beteiligen uns obendrein auch noch an Kriegstreibereien mit. Also, wenn ich sage wir, dann meine ich alle anderen, die was sich nicht an Demonstrationen mitbeteiligen, die sich dagegen widmen. Denn wer schweigt, stimmt zu, gell? So einfach ist es einfach gesagt. Und heute, am 1. April 2023 in Salzburg, gibt es eine Friedensdemonstration. Wird um 15 Uhr Mozartplatz oder auch Residenzplatz anfangen. Eigentlich auf beiden Plätzen, weil heute brauchen wir viel Platz. Denn es wird ein Autokorso gestartet, in Zeichen des Friedens. Nach dem Autokorso gibt es ein paar Reden. Andrea Drescher und so weiter wird da sein und sicher sehr gute Rede halten. Und ein paar andere gute Sprecher. Ja, was kommt dann noch? Nach dem Autokorso gibt es dann noch einen Friedensmarsch. Also nicht nur mit dem Auto wird demonstriert durch die schöne Mozartstadt in Salzburg, sondern dann werden dann noch die Füße in die Hände genommen und eine Runde durch Salzburg gemacht, ein Zeichen des Friedens. Ja, jetzt ist kurz vor 14 Uhr. Da werden sie jetzt dann die ganzen Autoteilnehmer für den Corso einfinden, eben Mozartplatz und Residenzplatz und sich vorbereiten. Vermute mal, Autos werden geschmückt mit Statements, vielleicht auch Fahnen. Wir werden es sehen. Und somit brauche ich eigentlich jetzt gar nicht mehr viel mehr erzählen. Lassen wir uns einfach einmal überraschen, was uns heute erwartet. Und hoffen wir einfach, dass genug Leute kommen. Denn die Menschen sind demonstrationsmüde geworden. Sie scheinen sich mit dem Faschismus, der Kriegstreiberei und den anderen Korruptionsangelegenheiten unserer Politiker, aber auch Medien, die sich damit beteiligen, die öffentlichen Medien. Ja, hoffen wir, dass wir denen heute mal wieder ein Zeichen entgegensetzen können. Okay, wenn es dann wieder spannend wird, werde ich wieder die Kamera draufhalten. Also dann, bis gleich. So, da seht ihr jetzt schon mal einen ersten Andrang von den ersten Autos, die sich da an den Konvoi mitbeteiligen. Haben wir schon mal 3, 6, 7 Autos. Werden jetzt sicher noch mehr werden. Wie gesagt, in einer Stunde geht es erst wirklich los. Wir haben 14 Uhr. Ja, einer hat sich schon voll beklebt mit Pickeln, die etwas auszusagen haben. Ob sie was verändern werden, ja, das bleibt noch immer in unserer Hand, werden wir mehr werden. Und dann schauen wir mal, ob wir heute mehr werden. Also dann, bis gleich wieder.
So, da haben wir die Medienrevolution von auf 1. Und wenn wir uns mal links her schwenken, da seht ihr da, das ist der Bus von Ö24 oder genauer gesagt von Mike Vogel. Mike Vogel ist vielleicht noch euch bekannt. Wir haben einen Kurz, unseren Basti in Salzburg empfangen haben, mit einem warmen, herzlichen Empfang. Da hat die Polizei den Mike Vogel ja festgenommen, weil sie an seiner journalistischen Tätigkeit hindern haben wollen. Ich blende euch einfach da mal das Video ein. Wenn es euch interessiert, schaut es einfach mal rein. Somit haben wir jetzt drei Pressevertreter da, auf 1, Ö24 und meine Wenigkeit von Krypto.tv. Ja. Genau. Und somit schauen wir mal, was wir bald wieder für tolle, spannende Impressionen einfangen. So, da wird jetzt professionell aufgerüstet, damit die Leute wissen, um was es geht. Und was schätzen wir denn? Wie viele Autos kommen denn heute? Keine Ahnung. Hat sich was angemeldet? Das größte Lumpenland ist der Denunziant. Ja, unser Zirni, unser Weltmeister. Der Staatsfeind Nummer 1. Wieder helfen. Der Staatsfeind Nummer 1. Rein in den Blitz. Das ist so. Schaut an. Na ja, jetzt. Ganz ein Fuchs noch. Da haben wir da. Na ja, du. Das ist die Welle. Kennst du ja den Film Die Welle, oder? Ja, klar. Ja. Ah, passt super. Ja. Perfekt, ja, klar. Das muss ja lebendig. Muss ja lebendig wirken. Ja, guten Morgen. Oh, der nächste ist zu übertrudelt. Der weiß auch was, um was geht. Da schaut's, der Great Reset. Fuck you. Hi. Servus, Roman. Nehmen wir das schon mal haben da. Und heute da ist Podest zu den Marktschreier, oder was? Das ist fast das Z. Du schaust, da werden auch wahrscheinlich Transparente draufgepackt. Wohl, wir stehen den Lenin oben drauf, der schreit dann von Auto runter, oder? Ja, da ein richtiger Schwurbler, ein Schwurbler-Kofferraum. Also einiges da, kommt, wird immer mehr. Coole Sache. Ja. Ja, schaut mal, unser Max, unser Wandersmann. Servus, Bruder. Und du bist halt auch mit dem Auto da? Sicher, wisst ihr noch. Da, jetzt sehen wir das erste Mal, einer hat wenigstens die Österreich-Fahne auch noch mit. Servus. Ja. Servus, Max. Servus, hier. Wer ist dabei? Hat gut, wieder was zum Aussagen? Was? Das, was der Kieferer gesagt hat, kennen Sie jetzt an? Kennen Sie jetzt an? Wenn Sie dem jetzt da hinten nachgefallen, hätten wir den Boller jetzt erwischt von dem anderen. Weißt du? Das zugehört, macht sich mitschuldig, ganz genau. Das stimmt ja sogar. Mit immer in der Zerstörung der Wahrheit. Das stimmt ja auch wieder. Ey. Sag einmal, sing. Kluges Kerlchen. Aha. Kann man auch unterschreiben, gell? Sechs, das ist wunderbar, das passt. Ja. Bist du ärger wie eine Litfaßsäule? Ah. Geil, geil, ha? Auf eins. Dort schon die Fahnen hissen. Da wird es wahrscheinlich Merchandise geben. Was auch immer, ne? Grüß euch. Ja. Und weil es so spannend ist, schalte ich jetzt weg. Weil es sind ja mehr Leute davor, was haben, die live dabei sind und nicht nur welche, die nur einfach vom Monitor zuschauen. Hi ho! Grüß dich! Grüß dich! Was glaubt ihr? Naja.
Gute Frage, nächste Frage. Oh. The Mikey Missing in Action. In Mission of Action, meine ich. So, die Polizei findet sich jetzt auch ein. Machen wir mal einen Bus und zwei Streifen wegen. Mondus TV ist jetzt da, habe ich gesehen. Den zeige ich jetzt auch nochmal schnell. Da. Der Man in Black da, was da jetzt steht, bei dem Motorradl, das ist Mondus TV. Toller Kanal. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung seinen Medienlink. Also die Polizei ist da, dann kann ja nichts mehr passieren. Cool. Dann engagieren wir den für die Verjacker. Mit der Schaufel. Wir fordern Österreich bleibt neutral. Da schau her. Ja. Ja, so viel zu den Vorbereitungen, gell? Ihr seht's, da geht's richtig zu. So, wir sind Salzburg, ist eingetrudelt. Gerd Böttl habe ich schon ein bisschen früher gesehen. Dann haben wir jetzt MFG und wir sind Salzburg an einem Platz vereint. Ist ja fast so wie vor einem Jahr, ha? Ah ja, aber zusammenfinden werden sie nicht mehr. Gerd Böttler hat ja MFG gegründet gehabt. Einfach mal so eine kleine Historie über die zwei Parteien. Ja, er hat sich halt dann immer zufrieden gefühlt, der Gerd, wegen gewisse interne Streitigkeiten. Zum einen, weil die Gelderverteilung nicht so gelaufen ist, wie es er sich gewünscht hat. Sie haben sie in Rhetorikkurse ausgegeben, die Kohle. Hat sicher ein paar andere Sachen gegeben, von denen wir nicht so viel wissen. Also zumindest haben wir jetzt, wir sind Salzburg und die MFG am Start. Ja, bei der letzten Wahl haben beide leider nicht genug Stimmen gekriegt. Selbst wenn es beisammen gewesen wären, hätte es auch nicht ausgereicht. Ja, ich befürchte, am 23. April, da ist es dann wieder soweit mit der Wahl. Jetzt wird die zwei Parteien auch nicht rosiger ausschauen. Ihr wisst ja, alte Schuhe laufen für manche anscheinend besser, auch wenn sie schon voll löchrig sind und ja, die Kälte durchfriest durch die Beine. Aber was will man machen? Was Neues, Besseres zu etablieren, ist immer schwierig. Wir haben noch so viele alte Kranten von der ÖVP, die was zum Glück nur am Leben sein. Ich wünsche einer nicht den Tod, den alten Leuten, die ÖVP wären. Aber ob es nur daran liegt, weil nur so viele Altwähler dabei sind, glaube ich, stimmt auch nicht so ganz. Tja, FPÖ ist ja auch wieder im Bett mit der ÖVP. Man sieht es an der Koalition, die sie da geliefert haben. Finde ich auch nicht in Ordnung. Ach, ich weiß jetzt mittlerweile auch nicht mehr, wen ich mich wirklich wählen kann. Nicht zu wählen ist natürlich halt auch keine Option, für mich zumindest. Weil es wisst ja, die Nichtwählerstimmen werden dann alle gewohnt aufgeteilt auf die Gewinner. Oder auf die, was am meisten Stimmen halt kriegen. Ja, da werde ich mir noch den Kopf zerbrechen müssen. Ja, da haben wir schon mal ein nettes Video von den Vorbereitungen, gell? Das Video dann, wo es dann richtig losgeht wird mit dem Corso, das werde ich extra hochladen. Denn es wird ja keine so langen Videos haben. Lieber Mehrteiler, obwohl man dann dennoch so lang da huckt, ist ja auch egal. Fahren da wieder welche Neichen
Ja, da haben wir wieder Zuwachs. Der nächste Auto kommt, was der den Corso anschließt. Ein Friedensfahrzeug haben wir da. In mehreren Sprachen hat er Frieden drauf. Arabisch, Visier, in Russisch, ja, auf Jüdisch, Englisch, natürlich auf Deutsch. Super, super. Jetzt wird es dunkel am Monitor. Hm? Warte, ich schalte noch mal außen da hin. Hey Gerhard, du lobst gerade deinen tollen Anhänger, was ich da sehe, gell? Das ist ja ein Mutzzeug. Mutzzugfahrzeug. Ja, genau. Da kann man eine klasse Imbissbuden rein einbauen. Ja, da kann man alles machen. Imbissbuden, Veranstaltung, Partymeile, was auch immer. Aber ihr verteilt jetzt Pillen, habe ich gesehen, gell? Ja, das ist, das sind die, wie soll man das jetzt am besten beschreiben? Ja, wie haben gehen wir mal ein bisschen näher. Wie man sich in der Matrix halt wohlfühlt. Genau, gell? So ist es. Ja. Was man braucht, das nimmt aber man sich. Man sieht ja relativ deutlich. Was nimmst? Nimmst du die Demokratieautokraten der Einheitspartei, die alle gleich sind, die alle die gleiche Agenda verfolgen? Oder traut man sich drüber tatsächlich genau, was Neues zu machen? Was anders zu machen und auf tatsächlich Demokratie, auf Freiheit, auf den Menschen im Mittelpunkt zu haben, zu setzen, dann ist man doch gut aufgekommen. Weil bei dem, da braucht man keinen Morgenschoner, wie es sieht. Da reicht eine Pille, gell? Da reicht eine Pille, ja. Und ja. Da brauchst du nicht nur Morgenschoner, da brauchst alles Mögliche dazu, dass du das irgendwie durchdruckst. Da fehlt im Übrigen noch eins, das die Kommunisten fehlen noch. Aber die Kommunisten, die sind mittlerweile tief in der Kronenzeitung drinnen, weil die Kronenzeitung jeden Tag über die Kommunisten berichtet, was ich sehr spannend finde. Ich glaube, der Herr Pandi als Chefredakteur der Kronenzeitung, der hat schon ein Abonnement vom Stalin, Lenin oder vom Mao Zedong ungefähr. Darum haben wir die da gar nicht mehr dabei, weil das ist. Wenn man die ganzen Farben da jetzt zusammenmischt, wird es also so braun. Ja. So werde ich jetzt auf meiner Kopf. Dunkelbraun. Wie schaut es im Bereich so generell aus? Habt ihr wieder klasse Veranstaltungen? Ja, klasse Veranstaltungen, viel Arbeit, viel Stress. Ja. Natürlich, weißt du, wenn die Medien fast, mein ORF haben wir jetzt ein bisschen was gekriegt, Salzburger Nachrichten auch, aber wenn die anderen Medien de facto links liegen lassen, ist es natürlich extrem schwierig. Stimmt es, dass ich habe gehört, dass zum Beispiel die Europark euch nicht erlaubt hat, solche Plakate aufzustellen? Die Europark hat uns nicht erlaubt, dass wir dort hinstellen, ja. Wobei, das werden wir dann sehen, wir werden uns auch hinstellen, weil es ist gleichheitswidrig, es ist verfassungswidrig. Ja. Europark erlaubt es de facto nur die 5 im Land befindlichen Parteien. Da stellen wir allen Ernstes die Frage, wo wir eigentlich sind, weil entweder erlaubt das alle oder erlaubt es keinem. Ja, der Sinn und Zweck von Demokratie ist halt natürlich, was der, wie bei George Orwell, 1984, Krieg ist Frieden, genau. Frieden ist Krieg und so, gell? Ach Gottchen erst. Alles aber gut. Aber gut, dass es allen auf dem Ball bleibt. Ja, jetzt schauen wir mal, 3 Wochen haben wir noch, was in die 3 Wochen möglich ist. Es hängt natürlich an den Menschen, es hängt natürlich tatsächlich an den Menschen zu erkennen, dass sie auch mit einer FPÖ nicht wirklich weiterkommen, weil die Roswatek ist in Wahrheit ja auch, ich würde es nicht sagen Schauspielerin, aber sie ist in Wahrheit auch nur auf Macht aus und auf Geld aus. Geht ja mit anderen Parteien gerne auf ein Bierchen noch. Sehr gell? Gern, geht auch mit Menschen, die einer anderen Partei sehr nahe stehen, sehr gern wohin. Also das darf man halt alles nicht so sehen. Vor allem wobei, die Schwarz-Blau-Koalition hat uns schon wieder mal gesagt, was da los ist. Ja, hat in Niederösterreich gesehen. Es ist ja in Salzburg auch geplant, Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz, je nachdem, in welche Richtung dass das dann geht, weil laut Lazarsfeld-Umfrage sind jetzt beide bei 29%. Für mich immer nur erschreckend, dass die zwar tatsächlich nur über der 5%-Hürde sind, weil da haben wir die NZ-Sekte und da haben wir die Kriegsgeilistanis, da haben wir Kiste Doppelname. Und das geht halt gar nicht mehr. Ja, also da muss man ganz ehrlich sagen, die wollen uns am liebsten 6D in die Endzeit führen. Ja, und die Sektenführerin Guru Berthold, ja, in Salzburg. Und da hast du mit der Kleinbauer die, und das glaube ich, sind wir uns unisono einig, das schlechteste Ressort der letzten 5 Jahre, das am schlechtesten geführt worden ist und am wenigsten weitergebracht hat. Ich meine, wobei, das ist schon die schlechteste unter den Schlechten, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, schauen wir einmal, wie das in
drei Wochen ausschauen wird. Und das Olivgrün überwiegt schon an der Hand, wie ich mal wieder sehe. Ja, so ist es richtig. Na, schauen wir mal. Wir hören uns eh später noch. Aber sicher doch erst. Na, schaut, da wird die Bühne aufgebaut. So, und ich habe jetzt meinen Schirm ausgepackt. Die Linsen ist auch schon wieder bewässert, wie ihr seht. Ich werde jetzt gleich wieder trocken wischen. Ja, sind ein paar Autos dazu gekommen. Na ja, auch nicht so gerade. Dauert ja nicht mehr lang. Wie spät haben wir es denn? Die Uhr sagt, in einer Viertelstunde ist 15 Uhr. 15 Uhr hat es ja geheißen, beginnt dann der Autokorso. Ja, ich glaube nicht, dass ich in den letzten 15 Minuten noch viel mehr Autos dazukommen werden, um sich dann, schon allein, weil ja die Zeit fehlen würde, sich da vorzubereiten, da mit Statements auf die Autos zu bekleben. Aber lassen wir uns noch überraschen, vielleicht werden wir ja positivst überrascht, möchte ich mal sagen. Denn ihr wisst ja, in jedem dritten Ei ist der Faschismus mit dabei. Gut, ein passender Spruch für Ostern. Weil der alte Spruch, Österreich hat keine Eier mehr, der ist auch schon ausgelutscht. So, der Mike Vogel berichtet jetzt gerade über die Route. Die kann ich euch jetzt auch gleich einmal erklären. Beginnen wird die Route ja so, dass der Autokorso Richtung zum ORF fahren wird. Dann bei den ORF drehen sie wieder um. Da geht es dann östlich vom Kapuzinerberg weiter. In die große Kurven um den Kapuzinerberg herum. Über Lehn rein, dann wieder zurück. Sagen wir mal so Richtung Mirabellplatz. Um den Mönchsberg sollen sie, glaube ich, auch nachher noch Schleifen machen. Und dann werden sie da wieder eintrudeln. Also eine sehr, sehr umfangreiche, lange Route. Naja, ich habe zuerst schon einen Scherz gemacht, was passiert, wenn dann die Klimakleber kommen und den Weg versperren. Da haben sie sich was einfallen lassen, zur Sicherheit schon ein paar Plakate mitgenommen, da werden sie sich dann daneben stellen. Was für Plakate sich da handelt, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass die kommen werden, weil die waren ja am Mittwoch schon aktiv. Und ich glaube, das wird denen schon wieder ausreichend gewesen sein. Die machen ja so 5 bis 15 Minuten Aktivismus im Monat, sagen wir es mal so. Ja, ich kann eh das Video verlinken über die Klimakleber, die habe ich letzten Mittwoch antroffen in der Früh. Da wollte ich mit dem Bus in die Arbeit fahren in der Früh und musste dann frühzeitig aussteigen und einen langen Umweg in die Arbeit machen, weil ja, ab der Staatsbrücke dann für die Busfahrer gesperrt war. Naja, ich bin eh schon ein erprobter Spaziergänger. So habe ich das halt dann in Kauf genommen, dass ich nicht mit dem Bus weiter in die Arbeit komme. Bin ein bisschen zu spät gekommen. Dankeschön. Habt ihr wieder was gerettet, gell? Okay. Da ist jetzt wieder neu dazu gekommen, der Freedom Forever. Genau. Und somit mache ich jetzt wieder einen Cut. Da haben wir Friedensmerchandising, wie ich sehe. T-Shirts, Fahnen, Aufkleber, Sirge. Den schrecklichsten Menschen der Welt. Sie lachen über uns, also lachen wir auch über sie. Ganz genau. Der wird jetzt auch seine Käfer-Ess-Diät durchdrücken müssen, gell? Wurde ja jetzt in Italien und Ungarn verboten, Insektenlebensmittel. Okay, da schon. Da wieder mal gut unterwegs. Und hier unsere Friedenstaschen, alles direkt aus der Schweiz mitgenommen heute. Ja, toll, in allen Sprachen habt ihr es drauf. Das Wort Frieden. Und wie ist es hier? Maß-voll.ch. Und ganz viel mehr. Cool, cool. Ja, ich werde noch mal ein paar Aufkleber für euch stipitzen. Ha? Ja, bedien dich. Gerne, danke. Und da seht ihr, das ist das Peace-Symbol richtig herum.
Denn so wie man es allgemein bekannt kennt, um 180 Grad gedreht, ist es eigentlich die Rune des Todes. Und so ist es die Rune des Lebens. Man muss sich den Menschen vorstellen, der lebensbejahend die Hände in den Himmel entgegenstreckt. Und andersrum, wie es es Bissipol sonst so kennt, ist es der gestreckte, gefallene Mensch. Kann man verstehen, muss man aber nicht, aber zumindest ich verstehe es schon. Hi. Gut, wie geht's? Ja, gut, gut. Grüß dich. Ja. Und nochmal Zuwachs bekommen. Jetzt wird's immer voller, immer toller. So viele verschiedene Fahnen und doch immer mit demselben Thema. Es geht um den Frieden. Und das ist das, was eigentlich generell in einer Politik gehen sollte. Immer erst den Frieden suchen, als wir davon herumfaseln, dass man kämpfen möchte, gell? Naja. Früher hat man die Leute Friedensstifter genannt, die was da heute da sind. Andere verschreien die jetzt als Nazis. Naja, da sollte sich einer auskennen. Ich verstehe schon, warum da die Keule genommen wird, weil eben unsere Politiker Kriegstreiber geworden sind. Und wenn man dann vom Frieden spricht, ist das natürlich nicht klasse für die. Oder wenn sie uns den Krieg für Frieden verkaufen wollen, dann sind sie dann ein bisschen schwerer, wenn solche wunderbaren Menschen dort sind, gell? Ja, jetzt haben wir es 15 Uhr. Es wird dann gleich los, gell? Gibt es noch irgendwas zum Erwähnen? Lass es mir mal nachdenken. Na. Also dann, schalte euch gleich wieder zu. So, da kommt jetzt der nächste Anhang. Das habe ich ja noch verheimlicht. Es geht ja nicht nur in Salzburg heute los. Es hat schon in Wien begonnen, dann eine Spur später in Linz, der Autokorps, so meine. Und jetzt kommen die Wiener und die Linzer zu den Salzburger dazu. Und somit gibt es dann einen tollen Anwachs. Da haben wir schon mal unseren Wiener dabei. Kennst du sicher auch schon. Mir ist jetzt leider der Name entfallen, aber doch ein sehr bekannter Mensch, der sich in Wien genauso gut einsetzt wie wir, zum Beispiel in Salzburg. Also, da schaut's, die Wiener und die Linzer. Dann haben wir da die Niederösterreicher. Na ja, dann kriegen wir den Platz jetzt noch voll, ha? Regen tut euch da auch noch herrschen. Na, wie seht, die Heiligkeit ist auch ganz erfreut. Die Leuten, die Glocken. Ich glaube nicht, weil es 15 Uhr ist, weil es schon ein bisschen nach 15 Uhr ist. Oder? Ja, wie auch immer. Hallihallo! Schön bei euch zu sein! Super, dass du gekommen seid! Ja, aber es stimmt! Da wären wir ja doch noch voller! Und seht, es nimmt noch kein, da kommen neue Autos dazu. Da kriegt man die alte Stadt zusammen. Da haben wir noch ungeimpft, gesund auf dem Bus draufstehen gehabt, das war ein wenig klar, ich glaube, das habt ihr nicht erlesen. Ja, Frieden hat ja nicht nur was mit Krieg zu tun, also ich meine, Krieg hat ja nicht nur was damit zu tun, dass geschossen wird. Krieg hatten wir ja auch mit diesen Verordnungen über diesen Corona-Faschismus, was ich ganz klipp und klar doch mal sagen. Super, dass du gekommen seid!
hat sogar Blaulicht auf sein Dach drauf gehabt. Da ist er her. Da haben wir einen ganz einen schlanken als Beifahrer. Der ist aber schlank erst. Hat jetzt da schon fast alles fertig hergekriegt. Da seht ihr, wo es da wieder geht. Voll mit dabei. Da haben wir auch was Interessantes. Da gibt es einige Teile, die was ein bisschen noch dran heften kann, wie ich sehe. Das sind die Linzer, da möchte ich gleich mal erwähnen. Die wunderbar zu uns gefunden haben. Die kann man auch immer gut unterstützen. Die leisten auch was. Ja? Da habt ihr zum Beispiel die E-Mail-Adresse mit drauf. Gell? Das ist, ich sag's nochmal durch, demolinzfreiheit.com. Grüß dich, hi! Und habt ihr gut hergefunden von Wien? Mit Navi und mit guten Freunden. Immer der Nase noch eigentlich von Wien nach Salzburg, oder? Immer schön brav, immer hinten Arsch. Ihr habt einen Zwischenstopp in Linz gemacht, gell? Dann habt ihr die Linz abgeholt, oder? Ja, haben wir eigentlich schon. Aber ich hab's so eilig gehabt. Aha. Ich wollte noch in Linz dabei sein und dann nachher die Runde machen. War interessant. Wichtig ist, dass der Andrea Drescher mit einpackt hat. Das habt ihr sicher auch nicht vergessen, gell? Was denn? Die Andrea Drescher hat es mir hoffentlich auch nicht vergessen zu mitnehmen. Das muss alles. Wir müssen weiter halten. Ganz genau. Wenn alle Geld kommt. Das wollen wir alle nicht. Na. Das wollen auch die Schafe nicht, die jetzt immer noch mitmachen. Viel zu viel leider, aber wir sagen halt auch ganz kurz Gesicht. Somit, du hast dir etwas von der Demo links geholt, da kann man noch was draufbackeln, gell? Cool. Schön, da zu sein. Ja, super, das kommen, Satze. Wunderbar, servus, grüße. So, bringt es auch noch ein bisschen Leben nach Salzburg mit, ha? Da gibt es noch den letzten Feinschliff, damit Salzburg bunt wird.
Wirklich schön. Ja, so sechs, auf einmal wird der Platz voll, gell? Coole Sache. Ja, und somit habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alles erwähnt. Am Schluss bin ich ja doch noch drauf gekommen, dass die Wiener und die Linzer ja auch noch zu uns finden werden. Aha. Da haben wir einen großen Zauberer mit, oder was ist das? Da haben wir den Raben der Weisheit, oder was schaut's aus? Ja, Raben der Weisheit. Ja, cool, cool. Ihr seid von die Linzer oder Wiener Zuwachs? Ja, cool. Das erinnert mich da in Deutschland an den Zauberer, der was gegen das Braunkohlekraftwerk wurde ja demonstriert. Mir fällt jetzt die Ortschaft partout nicht ein. Ich werde euch da was zwischenschneiden. Da hatte die Polizei ein bisschen Probleme mit dem Schlamm. Und schaut euch das einmal an. Schön viele Leute. So muss das. Ja gut, das kommen Satz. Da haben wir ja doch noch ein repräsentatives Bildchen heute zusammengebracht. So, schauen wir mal, ob die Polizei noch irgendwelche Anbauten zu beanstanden hat. So. Also, ist die Zug so? Wir sind Salzburg, macht einen Soundcheck, wie man mal sieht. So. Die Schweizer Agro-Wahnsinn. Gell? Das ist ja ein Wahnsinn! Aber das macht es. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Ja, in Dr. Wilhelm Tell. Ja. Kannst du das aufsehen? So, da haben wir einige Aufkleber noch. Schaut einmal her. Wird aufmagaziniert. Und Batu habe ich zuerst gerade erwähnt, ja. Man sieht auch dieses Antlitz noch. Gerade heute habe ich wieder einen Busfahrer gesehen damit. Da haben wir was mit dem Marionettentheater. Ganz genau. Dann wird es Zeit für eine Medienrevolution. Ne? Die läuft schon. Ich probiere schon seit 14 Jahren. Mal schauen, ob es was schafft. Naja.
bislang wandern wir immer einen Schritt vor und drei zurück. Wenn wir mal ein bisschen ehrlich sind. Ist voll geworden, ha? Jetzt ist doch noch voll geworden. Die österreichische Begegnungszone. Ja. Wo sind es 20 Gatter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 30. 30. Und mit den drei Polizeiautos dann haben wir einen Meistergrad zusammen, die 33. Ja, ich habe sogar noch ein bisschen Zug dran, das heißt das so. Also wie gesagt, das war Mundus TV, gell? Ich habe euch schon einen Link gezeigt. Videobeschreibung findet ihr auch da. Das passt perfekt. Mundus TV hat mir sehr geholfen. Er hat mediale Berichterstattung gemacht, zum Beispiel, wie ich im Gefängnis müssen habe. Es war einer der einzigen Medienbetreiber, abgesehen von mir, der was mal über mein Leid berichtet hat. Auf 1 hätte ich angeschrieben gehabt, hat er nicht interessiert, mein Leid. Muss ich leider so sagen. Wochenblick hat sie am Anfang interessiert gesagt, aber dann sich nie wieder zurückgemeldet, dass ein Bericht über mich machen wollen. Unzensuriert, ja. Die haben sie dann nach meiner Haft Entlassung dann einen netten Bericht über mich gewidmet. Aber ansonsten war es medial von den sogenannten Qualitätsmedien still über die Causa Roman Michel Reuter. Diese Kanzler, wir sind auf Hermann 8, also ich bin nicht so. Oh, da haben wir eine Russlandfahne mit dabei. Geil! Wir haben ein paar Fans-Projekte, haut bitte was in die freiwillige Unterstützungsbox rein, da sind wir euch sehr dankbar. Und dann wird es dann bald losgehen, wenn jedes Auto dekoriert ist mit der Friedenskundgebung. Dankeschön. Freilaufende Umgebung. Ja, zusammengerechnet so gute 2 Monate. Kommt doch gleich mit einem roten Auto, sehe ich auch. Die roten Auto hat eine super Fläche. Ja, hin, aber die Leute sollen ja vorne sehen. Ich wollte nur schnell ein Plakat, ja, dass wir das wirklich super sehen. Dankeschön. Also da wollen noch Plakate an den Mann oder besser gesagt an das Auto gebracht werden. Ja, so ist es. So, und wie angedroht wird jetzt das Auto aufgepimpt. Genau, so schaut's aus. Ich fahr damit. Wo der Robin Hood mit dabei ist. Das ist meine Location heute. Da werde ich aus dem Beifahrerfenster mitfilmen. Bei unserem guten Zirni. Das kennst du, den Zirni? Der hat immer den Government Kit, Repair Kit mitgehabt. Hat ja wieder Van der Bellen die Festspieleröffnung gemacht hat, ist er mit dem Government Repair Kit herumgelaufen. Ich blende euch einfach mal einen kurzen Screenshot ein. Bei dem Typen fahre ich halt mit, da habe ich einen Platz gekriegt. Alle Autos sind ja schon voll besetzt. Ja. Und jetzt geht's dann gleich los. Nach Süden, Osten, West und Nord, sind euch in Gedanken dort, wo ihr mir zu Hause seid. Seht die Gesichter nach der Zeit in meinem Glas vorüberziehen, verschwommene Fotografien. So, wichtig ist einfach, du hast ohne Auto da sein, dass du jetzt schlau machst, sondern du hast die Möglichkeit für eine Mitfahrgelegenheit. Und wir haben praktisch das Video, dass wir jetzt auch noch ein schönes Gruppenfoto machen, schön, dass wir da auch keine Autos am besten. Und sage euch dann am Schluss durch, was ist erlaubt beim Preis, am Preis von was ist erlaubt. Rahmenanlage einschalten ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja.
des Hunden nur ein Zeit nur ein Zeit, das ein anderes Zeit, das du in Eisers kriegst und werden durchsagen lassen, das erkenntlich machen natürlich, die Polizei regelt den Verkehr, das heißt, wenn ruhig ist, fahren wir weiter, dass die Kolonne praktisch nicht abgerissen wird, dass wir beieinander bleiben, aber es ja doch drüber laufen. Stehen bleiben, dass er also rüber geht, aber am besten so knapp, Dankeschön, am besten so knapp wie möglich hintereinander fahren, so wie eine Lokomotive, dass du über uns hinten kann und dann im Endeffekt funktioniert es super, dass keiner dazwischen reinläuft. Das ist auch ganz wichtig. Wir haben da noch eine kleine Unterstützungskasse, wenn die Arbeit ist, dass wir das sein dürfen. Haben wir das dann, und wir haben dann für die Pilzgrundübung, haben wir dann die Pilzlangen und was zum Umhängen für den Pilzmarsch, dass die Menschen das dann aussehen, wie nicht gut der Pilz ist und leider vergessen das sehr viele. Ein paar Jahre zwischen wieder vergehen. Ja, ich würde mal sagen, denn ohne mit der Autos separiert haben, machen wir schnell ein Gruppenfoto und dann wird es dann bald losgehen. Hallo Andrea, wie ist es? So, seid ihr lange nicht mehr gesehen. Ja. Jetzt stellen wir zu den Autos. Wir haben uns halt alle aufteilen müssen, damit wir gut verteilt sind. Ja. Klasse, dass halt Wien und Linz zu uns auch Salz gekommen ist. Ja. Du hältst halt noch eine Rede, habe ich gelesen, gell? Ja. So, fahr alles auf. Ready. Dankeschön. Du fährst selbst oder bist du Mitfahrer? Ich bin Mitfahrer, er fährt mein Auto. Das Friedensfahrzeug. Sehr gut. Hast du nicht gesehen? Na? Das Friedensfahrzeug? Achso, das habe ich schon gesehen. Ja, das ist meiner. Ja. Oh, cool, cool. Ja, aber er fährt. Ich tue mir das nicht mehr an. Du bist der Navigator. Ja. Okay, finde ich noch ein Auto, wo wir mitfahren können? Alles bei mir fahren. Wie viel seid ihr zu zweit? Nur die, ja. Wir müssen unser Auto hinten leerräumen, die zwei fahren bei uns noch mit. Geil mit diesem. Ja, wir müssen nur den Kofferraum. Sechs, man findet immer kurz Platz, halt, gell? Wir sind die Polizei praktisch, die macht uns den Weg frei, weiterfahren. Das erste Mal ist gut für uns grün. Danke, Polizei. Achso, mein Dank an die Polizei. Das ist das erste Mal, dass uns das Reis schon mal begleitet. Dankeschön, danke, danke, danke. Perfekt, super. So, wenn die Kerstin vom Doppel schon da ist, dann machen wir noch praktisch das Gruppenfoto. Und dann würde ich sagen, dann guten Wind haben wir auch mitgenommen, dass die Fahnen in Wien kennen. Ja. Super. So, jetzt machen wir noch einen Fotografen. Rede, alles gut, und hinten. Hinten. So, bitteschön, stehen wir dazu. Das ist noch die Oldschool-Friedensfahne. Ja, ich lasse mir das nicht nehmen. Ja, bin ich auch zu Hause. Ja, da haben wir angefangen. So. Liebe Daniela, liebe Erika, steht uns schon dazu. Aber ich mag nicht mit. Ich habe jetzt einfach gemacht, ich mache das am Woche noch. Liebe Andrea, bitte alle zum guten Fotos. Andrea, wir haben eine dreistündige ohne Kuhkümmer. So, aber super. Warte mal ganz kurz. Erika, Daniela, stimmt euch mal so zu, wenn er sechs hier. Wo ist die Daniela? Ah, da ist die Daniela. Stimmt euch mal so zu, mal. So, jetzt braucht man Fotografen. Du hast das Foto gemacht. Machst du das Foto? Perfekt. Ja, du kommst schon zu uns. Ja. Ja, kennst du aus? Ja, super. So, ja, warte mal. Wir schauen mal, jetzt sind wir wieder drauf. Der Ton ist also wichtig. Ja, genau. Die Menschen sind wichtiger. Der Ton ist auch schon drauf. Also, schön bis drei, wenn es losgeht und man lächeln würde. Ja. So, stellen wir uns wieder dazu. So, darf ich da zu euch schon dazu kommen? Liebe Herren, da müssen wir alle dazu stehen. So, ich zähle bis drei und dann mach's Foto, aber drei miteinander, weil einer schon immer blöd. Dankeschön. Eins, zwei, drei. Eins. Nochmal. Ja, super, sehr gut. Sechs Fotos hat's gemacht. Das wissen wir Bescheid, was es los ist. Dankeschön. So, jetzt steigen wir. Das ist die Politik. Perfekt.